Es ist früh am Morgen. Ein Sommertag im Weinviertel. Versteckter Lebensraum für unsichtbare Jäger. Kulturlandschaft für Tiere, die sich an ein Leben mit dem Menschen gewöhnt haben. Die Kulturfolger spielen im hellen Licht. Die im Dunkeln sieht man nicht. Wenn die Schatten länger werden, wenn der Tag den Kampf gegen die Dämmerung verliert, dann kommt die Zeit der Königin der Finsternis. Im Schattenreich der Nacht herrscht ein Wesen, das auch für den modernen Menschen noch geheimnisumwittert ist. Die Eule, Sinnbild der Weisheit, scheue und lautlose Jägerin. Viele alte Gehöfte dieser Region haben ausgedient und stehen verlassen. Die Natur erobert sich zurück, was vom Menschen nicht mehr beansprucht wird und langsam verfällt. Diese alte Scheune zum Beispiel hat einen Dachstuhl, den nicht nur der Efeu besiedelt. Auch ein anderer Gast hat ihn sich als neue Heimat erkoren. Er dient einem Schleiereulenweibchen als Unterschlupf. Von einem Balken unter dem Dachgiebel kann es das gesamte Terrain überblicken. Schleiereulen brauchen Rückzugsorte. Hier verbringen sie den hellen Tag. Ihre Jagdzeit beginnt erst in der Dämmerung. Solche Orte werden immer seltener. Die scheuerste aller Eulen ist in ihrer Existenz bedroht. Die Schleiereule hat ein feines Gehör. Ihr Gesicht fängt den Schall auf wie ein Trichter und leitet ihn zu den im Gefieder versteckten Ohren. Kaum zu überhören ist allerdings, was nun auf sie zurollt. Die Eule hört und spürt die Gefahr. Wieder muss ein Unterschlupf für Eulen weichen. In der modernen Landwirtschaft ist kein Platz mehr für Untermieter aus der Natur. Der Bestand vieler Eulenarten in Europa ist dramatisch zurückgegangen. Heil davongekommen ist sie. Doch was nun? Hier wird bald ein modernes Stallgebäude errichtet. Kein Platz für eine Schleiereule. Doch so schutzlos kann die Eule nicht bleiben. Sie braucht eine feste Behausung, einen sicheren Unterschlupf. Also macht sie sich auf, um für sich eine neue Heimat zu suchen. Ein Abflug mit unbestimmtem Ziel. Schleiereulen sind keine Vagabunden. Sie bleiben am liebsten in der Nähe des Ortes, an dem sie geboren wurden. Äcker mit Monokulturen bieten aber keine Zuflucht. Pestizide dezimieren die Beutetiere. Und sogar in der Luft droht Gefahr. Eulen trotzen allen Winden. Aber rotierenden Windrädern und ihrer Thermik gilt es dringend auszuweichen. Hinter dem Windpark liegt eines der größten europäischen Vogelschutzgebiete, der Nationalpark Neusiedlersee. In dem Schilfgürtel rund um diesen Steppensee an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn leben auch alte Haustierrassen. Sie kennen keinen Stall und verbringen Sommer wie Winter draußen. Der Schleiereule behagt das grelle Licht und das feuchte Terrain nicht. Die robusten Graurinder dagegen halten Wind und Wetter aus. Sie wurden früher quer durch Europa bis auf die spanischen Viehmärkte getrieben.
Nichts deutet auf einen Zufluchtsort. Auf den Feuchtwiesen weiden Pferde, die im Nationalpark ihre Freiheit genießen dürfen. Die Beweidung des Geländes durch Warmblüter gehört zur Nationalparkphilosophie. Der Schilfgürtel dient als Grenze der natürlichen Pferdekoppel. Und schon bekommt unsere Schleiereule den nächsten Besuch. Eine andere Eule, die ihr auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich schaut. Eine Sumpfohreule mit etwas dunklerem Federkleid und größerem Kopf. Sie ist auf der Jagd und hält Ausschau nach Mäusen. Wie der Name schon sagt, leben Sumpfohreulen am liebsten in Feuchtgebieten. Aber sie sind Vagabunden und ziehen von einem Ort zum anderen. Von ihr geht keine Gefahr aus. Und so wagt sich die Schleiereule wieder aus der Deckung. Normalerweise jagen Schleiereulen nur nach Einbruch der Dunkelheit. Aber in Ausnahmesituationen und vollkommen ausgehungert ändern sie ihr Verhalten. Nichtsahnend landet sie im Revier ihrer Verwandten. Doch schon pirschen sich zwei weitere Feinde an. Auf leisen Pfoten ein Goldschakal und ein riesiges Mähwerk. Vor den scharfen Scheren hat auch er Respekt. Die Sumpfohreule hat Glück gehabt. Das Nest mit ihren Jungen liegt geschützt am Rand des Feldes. Doch schon ist der nächste Raubvogel im Anflug, eine Weiher. Um sie vom Nest und den Jungen abzulenken, steigt die Sumpfohreule auf und greift an. Beide Vögel sind in etwa gleich groß und hervorragende Flieger. Ein bedingungsloser Luftkampf. Schließlich dreht die Weihe ab. Die Eule kehrt als Siegerin zu ihrem Nest zurück. Das Gelege mit dem Nachwuchs ist unentdeckt geblieben. Die Farbe des Flaums ist eine perfekte Tarnung. Die Mutter wacht, bereit ihren Nachwuchs jederzeit erneut zu verteidigen. Und dazu gibt es gleich Gelegenheit. Der Storch ernährt sich längst nicht nur von Fröschen und Mäusen. Angriff ist die beste Verteidigung. David gegen Goliath. Der Klügere gibt nach und verzieht sich. Der Goldschakal streift hungrig durch die Wiesen. Vor seinen Augen eine der wohl beeindruckendsten Tanzvorstellungen der pannonischen Tiefebene. Die Balz der Großtrappen. Die schwersten flugfähigen Vögel der Welt werden bis zu einem Meter hoch und bis zu 15 Kilogramm schwer. Um die Aufmerksamkeit der Weibchen auf sich zu lenken, verdrehen die Hähne ihr Federkleid zu skurrilen und aberwitzigen Figuren. Irgendwann verschwindet der Kopf voll und ganz im Gefieder. Die Balzzeit beginnt im Frühjahr. Manche Hähne balzen bis tief in den Sommer hinein. Aufgeregtes Trappeln soll die Chancen bei den Großtrappenweibchen erhöhen. Dem Schakal sind die ausgewachsenen Trappen als Beute eine Nummer zu groß. Er trollt sich im Sonnenuntergang. Auch unsere Eule macht sich auf. Die Odyssee geht weiter. Hier kann sie nicht bleiben. Sie ist nicht für das Überleben in Steppe und Feuchtgebieten geschaffen. In der Hoffnung auf ein passendes Zuhause sucht sie die Nähe des Menschen. Angezogen vom warmen Licht der Straßenlaternen, scheint unsere Schleiereule gegen Mitternacht am Ziel. K
Kirchtürme sind wichtige Standorte für Fledermäuse, Greifvögel und auch Eulen. Es gibt zwar ein Schlupfloch, aber die Eule dreht ab, vielleicht weil sie bemerkt hat, dass sich schon andere im Glockenturm eingenistet haben. Eine Taube hat das Loch im Bretterverschlag als Einschlupf genutzt und sich eingenistet. Die meisten Vögel lieben Glockentürme. Sogar wenn diese Glocken noch im Einsatz wären, würde das ohrenbetäubende Läuten die Untermieter nicht stören. Man weiß nicht genau warum. Das gusseiserne Stück hat jedoch längst ausgedient. In der Stille sind ganz andere Geräusche zu hören. Diese jungen Schleiereulen warten hungrig auf ihre Eltern und drücken sich in eine dunkle Mauernische. Diese Aufnahmen wurden in völliger Dunkelheit gemacht. Schleiereulen bauen keine Nester. Sie suchen Schutz in Ecken und Nischen. Was sie brauchen, ist ein Dach über dem Kopf. Unsere Schleiereule verbringt diese lange Nacht im Freien, allein. In der Früh erkundet sie die nähere Umgebung und landet im Revier einer jungen Waldureule. Die zeigt ihren Unmut und droht. Sie macht sich groß, denn es geht um ihre Beute. Eulen schätzen Friedhöfe, weil sich viele Mäuse an den Beeren und Samen der Kränze und Gestecke laben. Die Waldureule hat keine Lust zu teilen. Auch hier ist offenbar nichts zu holen. Ihr scheint's zu gefallen. Dass Eulen, die Vögel der Nacht, von jeher mit dem Tod in Verbindung gebracht werden, hat seltsamerweise mit Licht zu tun. Aber nicht die Seelen der Verstorbenen locken die Eulen. Das fahle Licht der Kerzen zieht Insekten an. Und wo es Beute gibt, sind auch Räuber nicht weit. Nur diese Räuber hört man nicht. Dem legendären lautlosen Flug der meisten Eulenarten liegt ein evolutionäres Meisterstück zugrunde. Sie haben am äußersten vorderen Rand ihrer Schwingen feinste Zähnchen. Die zerteilen die Luftturbulenzen in viele winzige Ströme und dämpfen so jedes Geräusch. Nicht ein Luftzug verrät ihren Anflug. In vergangenen Zeiten wurden die Verstorbenen vor der Beerdigung zu Hause aufgebahrt. Eine Kerze brannte im Sterbezimmer neben dem Bett des Toten. Nach der Totenwache zogen sich die Menschen zum Schlafen zurück. Und die Kerzen brannten weiter. Der Steinkauz wittert Nahrung. Ihren Ruf als Boten des Todes verdanken die Eulen also einem Missverständnis. Auch wenn es für den Junikäfer stimmen mag. Der Leichenschmaus hatte fatale Folgen für das Image und letztlich auch den Bestand aller Eulenarten. Dämonen, Unheilsbringer, Hexenvögel. Kein anderes Tier hat in unserem Kulturkreis so viele negative Attribute auf sich gezogen wie die Eule. Als Tiere des Dunkels sollten sie sogar Seuchen bringen und Unglück. Bei den Heiden allerdings genossen sie hohes Ansehen, galten als weise und kluge Verbündete des Menschen.
So war es auch der Kirche nur recht, die unschuldigen Eulen als Gehilfen der dunklen Mächte in Verruf zu bringen. Das führte zu drastischen Ritualen. Die Vögel wurden an Kirchtürme und Scheunentore genagelt, um das Böse abzuwenden. Das Getreide wird maschinell eingebracht. Nichts bleibt am Feld zum Trocknen. Zu wenig Nahrung für die Mäuse dezimiert wiederum die Eulenpopulationen. Gift auf den Äckern erledigt den Rest. Auf der Suche nach einer neuen Heimat überfliegt unsere Schleiereule nun waldiges Gebiet. Was sie wohl nun als nächstes erlebt? Wem als nächstes begegnet? Sie landet und inspiziert die Umgebung. Alte, hohle Bäume dienen den Bienen als sicheres Versteck für ihren Stock. Die zum Teil schon morschen Riesen sind aber nicht nur Brutstätte für Insekten, sondern auch Nistplätze vieler Vogelarten. Es ist beinahe ein Urwald. Umgefallene Baumriesen, glitzernde Tautropfen, Baumschwämme und modendes Holz. Perfektes Refugium für bedrohte Arten. Da entdeckt unsere Schleiereule einen Verwandten im Gebüsch, allerdings einen, vor dem sie sich hüten muss. Einen riesigen Habichtskauz. Und er ist nicht allein. Früher wurde er von Trophäenjägern in weiten Teilen Europas ausgerottet. Doch in den letzten Jahren sorgten engagierte Ornithologen und Eulenfans dafür, dass er wieder angesiedelt wurde. In dieser Brutstation gewöhnen sich Jungvögel an die Bedingungen in der wilden Natur, bevor sie in die Freiheit entlassen werden. Bereits ausgebildete Habichtskreuze beobachten als Zaungäste die neue Generation. Mehr als 120 Vögel sind bisher in Österreich nachgezüchtet und anschließend freigelassen worden. Ziel ist es, die Blutlinien hier in Mitteleuropa zu forcieren, aber trotzdem Inzucht zu vermeiden. Gezüchtet für ein Leben im Müllkübel? Nein, in den originellen und vor allem billigen Nistkästen brüten die frei lebenden erwachsenen Habichtskäuze. Die österreichischen Bundesforste und das Institut für Wildtierkunde und Ökologie haben erreicht, dass es mit der Habichtskauzpopulation hierzulande wieder bergauf geht. Dank erwarten sie dafür keinen. Die Vögel nehmen es gelassen. Diese Waldureule ist ungarischer Herkunft. Im südöstlichen Nachbarland werden neben der Nachzucht auch verletzte Eulen gepflegt und auf die Wiederaussetzung vorbereitet. Diese beiden sind schon fast gesund. Sie warten auf das bevorstehende Festmahl und lassen sich auch von der ungewohnten Farbe der vorgesetzten Beute nicht irritieren. Die Tiere werden mit Ringen versehen, um sie später identifizieren zu können. So kann man überprüfen, ob sie es schaffen, sich in freier Natur zu behaupten. Die Eulen haben keine Angst. Sie sind an den Menschen gewöhnt und haben bislang keine schlechten Erfahrungen gemacht. Für die Betreuer ist die Freilassung ein spannender Moment. Als hätten sie alle Zeit der Welt, kuscheln sie sich aneinander. Für nächtliche Ausflüge ist es noch zu früh.
Mit Ankunft des Herbstes regnet es häufiger. Die Bäume bieten weniger Deckung. Die bevorstehende kalte Jahreszeit weckt menschliche Solidarität mit den tierischen Zeitgenossen. Sobald es zu frieren beginnt, hängen Futtersäcke für die Meisen an den Bäumen. Und die sind Schauplatz heftiger Kämpfe. Kohlmeise gegen Blaumeise. Hunger ist stärker als Verwandtschaft. Für jeden fällt etwas ab. Attacke. Die Blaumeise ist zurück und holt zum Gegenangriff aus. Es ist ein ewiger Kreislauf von Fressen und Gefressenwerden. Die wohlgenährte Maus ist wie geschaffen für unsere hungrige Schleiereule. Und die nutzt ihre Chance. Sie visiert ihr Ziel an, bremst mit den Flügeln und benutzt ihre Füße wie ein Steuerruder. Eine wichtige Mahlzeit. Die letzten sonnigen Herbsttage im Weinviertel vermögen dem kommenden Winter nicht zu trotzen. Unsere Schleiereule muss Schutz vor der Kälte suchen. Die Tore eines Stadels stehen einladend weit offen. Drinnen gelandet, überprüft sie, ob der Ort auch sicher ist. Was sie nicht weiß, die Scheune ist bewohnt. Ein Steinkauz hat sich schon vor ihr für die alte Scheune entschieden. Misstrauisch beäugt er den Eindringling. Das Gebäude ist ein hervorragendes Winterquartier. Eulen dulden einander am selben Ort. Sie müssen sich nur aneinander gewöhnen. Und das Nahrungsangebot ist üppig. Mäuse im Überfluss. Steinkauz und Schleiereule haben offenbar einen unbeschwerten Winter vor sich. Vor 2000 Jahren lebten noch viele Steinkäuze in Europa. Es gab viele Eichen, viele Hirschkäfer und viele römische Gelage im Freien. Dieser Hirschkäfer hat sein Gewicht unterschätzt und fällt rücklings in eine Schale mit Obst. Er landet direkt vor den gierigen Augen eines Steinkauzes. Doch der ist angebunden und kann seine Beute nicht fassen. Im antiken Rom dienten Steinkäuze den reichen Bürgern als Belustigung. Wie schön hat es doch der freie Artgenosse da oben am Baum. Der Hirschkäfer hat sich von seinem Sturz erholt und macht sich über eine Marille her. Die Wespen werden magisch vom Geruch des Rotweins angezogen. Von den legendären Gelagen der Römer im Freien profitierten immer auch die Tiere, denn meist blieb von allem mehr als genug für alle. Doch die süße Verlockung am Festbankett birgt Gefahren für die Wespen. Kein sicherer Landeplatz in Sicht. Das Problem löst sich von selbst. Der Steinkauz will mit seinem freien Artgenossen davon. Doch das geht nun mal nicht. Der Hirschkäfer bekommt eine alkoholschwangere Taufe. Der Haussteinkauz ein Stück Melone. Eulen sind zwar Fleischfresser, Melone mit Wein,
ist aber auch für sie ein Leckerbissen. Im Weinviertel setzt mit voller Kraft der Winter ein. Die klirrende Kälte ist förmlich zu sehen. Doch eine Eulenart macht die kalte Jahreszeit nicht zu schaffen. Der Uhu kommt mit den härtesten Bedingungen zurecht. Er jagt im Wald, wo die Schneedecke nicht so dick ist und der Boden nicht so hart gefroren. Er weiß genau, irgendwann müssen die Mäuse aus ihren Verstecken. Lautlos und majestätisch jagt die schwerste heimische Eule ihre Beute. Trotzdem hat nur jeder 10. Angriff Erfolg. Die Maus kann fliehen. Manchmal zieht auch der mächtige Uhu den Kürzeren. Wenn es bitterkalt wird, folgen manche Eulenarten den Menschen in die Städte. In der serbischen Kleinstadt Kikinda sitzen Walduhreulen auf den Bäumen wie sonst nur Stare oder Spatzen. Das sieht magisch aus, hat aber einen ganz praktischen Grund. In der Stadt ist es ein paar Grad wärmer als auf dem Land. Und weil der Schnee geräumt wird, sind die Mäuse leichter zu erbeuten. Auch tagsüber halten die Sumpfuhreulen ihre Stellung, als könnten sie sich gegenseitig beistehen. Der Winter hält Rückzug aus dem Weinviertel. Der gefrorene Boden taut. Bald löst sich die Natur aus ihrer Erstarrung. In ihrem sicheren Winterquartier haben unsere beiden Eulen friedlich den Winter überstanden. Die Schleiereule auf der einen Seite des Stadels. Und in respektvollem Abstand der Steinkauz auf der anderen. Der hört plötzlich einen Rivalen rufen. Er muss hinaus und die Weibchen auf sich aufmerksam machen. Es ist Paarungszeit. In den Weinbergen hat der Frühling viele Tiere aus ihren Winterquartieren gelockt. Fasane laufen über die apperen Wiesen auf der Suche nach Samen und Beeren. Der Hahn nimmt sein Revier in Besitz und buhlt um seine Hennen. Welche werden sich wohl seinem Harem anschließen? Der Frühling weckt auch die Wanderlust unserer Schleiereule. Unruhig wippt sie auf einem Ast und macht sich für den Abflug bereit. Das warme Wetter lockt. Alle Tiere sind mit Fortpflanzung beschäftigt. Nur sie ist noch allein. Und so setzt sie ihre Reise fort. Feldhasen springen über die Äcker. Doch das Spiel wird jäh unterbrochen. Auch bei ihnen entscheidet letztlich der Kampf darüber, wer die Häsinnen bekommt. Die Eule beobachtet das Frühlingstreiben vom Waldrand aus. Doch schon fallen die ersten Blüten. Die Meister der Bestäubung, Bienen und Hummeln, haben nun Hochsaison.
Unsere Schleiereule sucht noch immer ein passendes Sommerquartier. Sie fliegt durch einen Waldweg, der ihr von irgendwo bekannt vorkommt. Eulen prägen sich Orte und Routen, die sie schon einmal geflogen sind, für immer ein. Ohne es zu wissen, ist sie kurz vor dem Ende ihrer langen Odyssee. Wo ein alter Pfarrhof ist, kann der Kirchturm nicht weit sein. Eine perfekte Behausung. Doch wieder sind alle Einflugmöglichkeiten vergittert. So wählt sie den Garten des alten Pfarrhofs zu ihrem neuen Paradies. Doch nicht nur sie. In dem verwilderten Garten finden die verschiedensten Tiere Zuflucht. Wie der Grauschnäpper, ein schlanker kleiner Singvogel, der Insekten fast ausschließlich im Flug erbeutet. Das Füttern ist Aufgabe beider Elternteile. Gebrütet wird ausschließlich vom Weibchen. Er ist ein Zugvogel und dieses Frühjahr aus dem tropischen Afrika zurückgekommen. Die Stare ziehen ihren Nachwuchs im Astloch eines alten Baumes groß. Mit Brutpflege beschäftigt ist auch der Steinkauz. Sein Junges schaut bereits neugierig ins Freie, lässt sich aber noch von Fliegen verschrecken. Als die Mutter zu ihrem Jungen unters Dach schlüpfen will, eine gewaltige Detonation. Im benachbarten Steinbruch wird gesprengt. Auch ein Uhu hört den Knall. Der Uhu fliegt auf, nicht weil er Angst hat. Er weiß, die Sprengung wird ihm nützen. Sie schreckt viele kleine Tiere aus ihrem Verstecken. Der Uhu ist erregt, sein Hals zuckt. Die Ratte flieht. Geradewegs in die Richtung des Raubvogels. Für den jungen Steinkauz ist es an der Zeit, den ersten Ausflug zu wagen. Er gönnt sich ein Bad im Sand, um sein Federkleid von Parasiten zu reinigen, die er im elterlichen Nest eingefangen hat. Der Steinkauz verfolgt noch das Flüggewerden seines Jungen. Doch von nun an ist es auf sich allein gestellt. Unsere Schleiereule nimmt inzwischen den neu entdeckten Pfarrhof genauer unter die Lupe. Sie beobachtet eine Rauchschwalbe, die durch ein offenes Fenster fliegt. Rauchschwalben sind wahre Meister der Flugkunst. Mit 80 Stundenkilometern navigieren sie präzise durch die Gitterstäbe des Fensters. Den Schwalbenjungen in ihrem Nest aus Lehmkügelchen kann es nicht schnell genug gehen. Es ist Schwerarbeit, ihre hungrigen Mäuler zu füllen. Das weckt den Raubtierinstinkt der Schleiereule.
Obwohl viel größer als die Schwalbe, schreckt sie nicht davor zurück, ebenfalls durch das Gitter zu fliegen. Die Mäuse im Haus wähnen sich sicher im Paradies der Nüsse. Doch wieder schlagen sie sich den Bauch voll, um anderen fette Beute zu sein. Die Schleiereule hat es auf die Mäuse abgesehen. Sicherheitshalber zetert die Rauchschwalbe aus allen Rohren. Die Schwalben lärmen weiter, um mit ihrem Gezeter die Eule zu vertreiben. Und sind letzten Endes erfolgreich. Für die Eule gibt es anderes zu entdecken. Auch die Katze hört das hungrige Geschrei der jungen Grauschnäpper, die ihr gut schmecken würden. Doch sie ist faul und wohl gefüttert. Die Schleiereule will nun endlich einen Platz für sich finden. Sie setzt ihre Suche einen Stock weiter oben fort. Eine Behausung ganz nach ihrem Geschmack, still und trocken. Ist sie wirklich ungestört? Wie es scheint, gehörte der Dachboden alleine. Endlich ein Platz, an dem sie bleiben kann. Die Krallen zur Faust zu ballen ist ein Zeichen von Entspannung. Sie streckt sich und schläft eine Weile. Doch selbst im Schlaf nimmt sie feinste Geräusche wahr, die ihr Gefieder auffängt und zu den Ohren leitet. Im Dunkeln leuchten die Augen der Eule. Sie kann sogar bei extrem schwachem Licht sehen. Ist es vollkommen dunkel, sieht auch sie nichts mehr. Der Dachboden scheint auch genügend Nahrung zu bieten. Für alle. An erster Stelle stehen wieder einmal die Mäuse. Sie merken nicht, dass sie beobachtet werden. Und zwar nicht nur von einer Schleiereule. Sondern auch noch von einer zweiten, einer jungen. Die junge Schleiereule ist noch etwas zu tollpatschig, um Mäuse zu fangen. Inzwischen sind die Mäuse fündig geworden. Sie beschäftigen sich mit Säcken voller Nüsse, zum Schutz vor ihnen hoch über dem Boden aufgehängt. Kein Problem für die Mäuse, diese gewagte Konstruktion zu erklimmen. Wagemutig tänzeln sie über dem Abgrund. Auch wenn es manchmal ganz schön eng wird. Doch die große Schleiereule wittert etwas anderes und lässt die Mäuse in Ruhe. Eine Äskulapnatter. Die Eule ist zu groß für die Schlange. Die Schlange zu groß für die Eule. Beide halten Abstand. Die Eule droht und bewegt sich rückwärts. Die Schlange gibt auf und verschwindet. Doch schon erregen andere Geräusche die Aufmerksamkeit der Eule. Unverkennbar das Rufen junger Artgenossen. Eine Brutkiste für Eulen, Teil eines Nachzuchtprogramms von Ornithologen.
Nachschub wird angeflogen. Mäuse für die Brut. Der Neuankömmling scheint nicht zu stören. Die Jungen sind alle im Abstand von einigen Tagen geschlüpft und daher unterschiedlich groß. Der Älteste ist schon fast ein Teenager, während der Kleinste noch die Reste seiner Eierschale loswerden muss. Und während sich die Mutter um ihre Jüngsten kümmert, proben die etwas älteren Eulen schon für ihr Überleben in freier Natur. Noch suchen sie die Nähe ihrer Geschwister. Doch sobald sie fliegen können, werden sie sich allein aufmachen in die weite Welt. Die Zukunft dieser jungen Schleiereulen und aller anderen Eulenarten hängt von guten Mäusejahren, Nachzuchtprogrammen und nicht zuletzt von menschlicher Toleranz ab. Unsere Schleiereule hat endlich einen Platz gefunden. Vielleicht wird auch sie bald Nachwuchs haben. Mit einem der jungen Schleiereulenmännchen, die nun ihrer Mutter beim ersten Flug in die Freiheit folgen.